3, 2, 1. Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es nochmal eine Folge Tipps fürs Leben. Die habe ich ja schon wirklich Ewigkeiten nicht mehr gebracht. Und heute geht es um das Thema Mobbing. Und ich würde sagen, der Gast haut mal seine Begrüßung raus. Moin. Alles klar. Stell dich mal kurz vor. Ich bin der Kevin, der Gamers Time, und ich mag den Honnisse sehr gerne. Alles klar. Wir führen schon so eine intime Beziehung, kann man hier sagen, oder? Oder sollen wir das, ich glaube, dass das, oder sollen wir das hier besser weglassen? Reicht das schon, dass wir das in den Livestreams immer machen? Ja, ich glaube schon. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema Mobbing. Ich selber wurde damals in der Schule nicht gemobbt, aber meine Schwester, deswegen kann ich da auch vieles zu oder einiges zu sagen. Und der gute Kevin hat sich auch damit sehr beschäftigt und hat auch sogar schon gespendet. Ja, schon des Öfteren. Also ich sag mal so, ich bin bei dem Thema, die Leute, die mich jetzt kennen, halt, ich gehe mal davon aus, dass mich jetzt hier die wenigsten kennen. Bei dem Thema bin ich halt, ja, wie soll man sagen, sehr aktiv, versuche auch viel mich damit einzubringen, weil ich der Meinung bin, dass Mobbing eine der Dinge in Deutschland ist, die viel zu sehr unterschätzt werden und eigentlich ein viel zu großes Problem in der heutigen Generation darstellen. Weil man merkt das ja gerade so, sag ich mal, wenn man jetzt so Videos halt macht für eine jüngere Zielgruppe, merkt man halt einfach, welchen Stellenwert die ganze Sache hat. Und ich finde, ja, der ist schon enorm hoch. Wenn man jetzt irgendwo in so einem Politikbereich sitzt oder so, kriegt man das vielleicht gar nicht so mit, welchen Stellenwert die ganze Sache, also sag ich mal, angenommen hat. Und ja, ich finde, dass das eigentlich viel zu sehr unterschätzt wird. Ja, ich schätze mal auch, also es kann eigentlich nur so sein, dass viele Mobbing-Opfer auch Suizidgedanken haben. Weil Mobbing ist ja, sage ich mal, das geht irgendwann in so einen Bereich, wo das echt gefährlich wird. Und manche auch, sage ich mal, seelisch dran kaputt gehen. Ja, vor allen Dingen musst du das ja auch mal so sehen, sage ich mal. Wenn du jetzt in die Schule gehst, wirst du gemobbt. Irgendwann fängt das ja an, dann gehst du einfach nicht mehr in die Schule. Ja. Und was willst du dann später werden? Das heißt, so gesehen, die Leute, die dich mobben, die nehmen dir ja dieses Recht, und das ist ja in Deutschland ein Recht, dass man in die Schule, ja, geht, ist ja auch Pflicht, aber die nehmen dir das Recht auf Bildung. Und wenn das immer schlimmer wird, wer soll dann später mal arbeiten gehen halt, ne? Was für, ja, einen Job sollen die Leute machen, ne? Wenn die dann erstmal, bevor die überhaupt arbeiten gehen können, nochmal zig Jahre Schule nachholen müssen, ne? Und das ist das halt einfach, was auf jeden Fall wo angesetzt werden muss. Auf jeden Meine Fall, Meinung. Da bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Und ich finde, so eine Organisation, wo du jetzt schon gespendet hast, sollten auf jeden Fall ein bisschen mehr unterstützt werden, weil viele unterschätzen das wirklich. Und ja, wir wollen euch heute vielleicht mal so ein paar Tipps geben, wenn der ein oder andere unter euch vielleicht gemobbt wird oder so. Man weiß es ja nicht, wir kennen euch ja nicht alle persönlich. Und so ein paar Tipps mit auf den Weg gehen ist eigentlich immer eine gute Sache. Ja. Hast du gleich einen ersten Tipp so? Definitiv an andere Menschen wenden, an Menschen, die hinter einem stehen, zum Beispiel Eltern, Geschwister. Ich sag mal, was auch gut ist, ist halt jetzt sowas wie zum Beispiel so eine Community, wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall bei dir, vielleicht bei dir im Livestream, sich einbringen, mit den Leuten Kontakt pflegen, auf jeden Fall unter Menschen kommen, die einem, sag ich mal, Kraft geben in so einer, ja, Zeit. Weil wenn man von anderen Menschen das Gefühl vermittelt bekommt, und das tun ja so gesehen Mobber, dass man nichts wert ist, weil in dem Moment, wo man jemanden mobbt, ist ja einem egal, wie gekränkt derjenige sich fühlt. Das heißt, man vermittelt ihm das Gefühl, mich interessiert das alles nicht, du bist nichts wert. So, und wenn man, ja, dann aber auf der anderen Seite eine Gruppe hat, wenn man jetzt zum Beispiel, sag ich mal, in der Schule wird man gemobbt und weiß, okay, nach der Schule gehe ich nach Hause, dann habe ich da meine Freunde sitzen im Teamspeak oder ich gehe bei Horny in Livestream, schreibe im Chat, ja, hi, und kriege dann da das Gefühl einfach wieder vermittelt, ey, hier bin ich willkommen, dann baut, ja, man schon ein ganz anderes Selbstbewusstsein auf und kommt viel besser mit seinem Alltag auch klar, weil man das erstmal vereinbaren kann. Und dann würde ich anfangen, nach und nach vor allen Dingen das in der Schule anzugehen, vielleicht zum Lehrer gehen, wenn das nicht funktioniert, zum Rektor gehen, ein Gespräch mit irgendwelchen Sozialpädagogen fordern. Es gibt auf jeden Fall Stellen, an die man sich wenden kann, und es ist auch nichts Schlimmes, an so eine Stelle zu gehen und sich da, sag ich mal, dran zu wenden. Bei mir ist zum Beispiel jetzt damals, sag ich mal, bei mir in der Schule, ich sehe das jetzt nicht als krasses Mobbing, weil ich bin damit gut klargekommen. Ja. Mich haben viele Leute als über mich lustig gemacht, weil ich rote Haare habe. Ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht gerade,
jetzt der dünnste von allen Menschen, jetzt also keine Modelmaße oder so. Ich bin schon immer ein bisschen kräftiger gewesen, womit ich auch kein Problem habe. Oder jetzt sage ich auch mal wegen meinem Namen, ja, viele machen sich halt drüber lustig, du heißt Kevin. Bei mir ist das Ding aber halt, ich nehme vieles, auch was das angeht, mit Humor und sage dann so, ich bin richtiger Kevin. Oder wenn sich jemand über meine Haarfarbe lustig macht, habe ich auch schon oft mit Humor genommen. Und deswegen sehe ich das nicht so schlimm. Man sollte vielleicht auch nicht immer unbedingt, wenn man gemobbt wird, gegen irgendwas, was einen stört, immer vorgehen. Wenn man sich da selber drüber lustig macht, dann kann man vielleicht selber daran Spaß haben, weil man sich einfach so denkt, so total verpeilt. Und ja, in dem Moment, wo man sich selber darüber lustig macht, denken die anderen wieder, oh, cool, der ist korrekt drauf, mit dem kann man auch Späße machen, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Es ist aber schwierig, sowas immer einzuschätzen. Ja, bei mir war das zum Beispiel damals so, wo meine Schwester in der Schule gemobbt worden ist. Ich habe das ja gesehen und ich habe das auch gemerkt, wie sie so ein bisschen seelisch dran zerbrochen ist. Meine Schwester war jetzt auch nicht immer die schlankeste. Und ich habe dann da so eine Art Selbstjustiz ausgeübt. Und das ist natürlich auch nicht gut. Ich habe den Jungen, der sie gemobbt hat, habe ich dann auf gut Deutsch gesagt auf die Fresse gehauen, aber richtig. Und er hat zwar danach aufgehört, aber das hilft meiner hat meiner Schwester trotzdem damals nicht geholfen. Das hat mir dann wiederum nur Probleme eingebracht, dass ich halt einen Verweis von der Schule bekommen habe. Und man sollte das Ganze auf jeden Fall anders regeln. Wenn sowas zum Beispiel in der Schule ist, dafür gibt es halt die Vertrauenslehrer zum Beispiel oder der Klassenlehrer. Und ansonsten auf jeden Fall Eltern, Verwandte oder die besten Freunde auch. Die können da einen auch sehr unterstützen. Und das sollte man immer als erstes wählen, bevor man den Weg wählt zur Gewalt, wo man den wirklich eigentlich gar nicht wählen sollte. Definitiv nicht, weil das verschlimmert die ganze Situation halt nur noch. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, weil wie gesagt halt in dem Moment, wo man, sag ich mal, jemanden mobbt, kränkt man ihn. Und wenn man jetzt hingeht und denjenigen, der jemand anders mobbt, schlägt, tut man ihm ja auch nichts anderes als dasselbe, was er einer anderen Person tut. Man tut ihn ja auch kränken. Genau, jetzt vielleicht genau. Jetzt vielleicht nicht so psychisch halt mit irgendwelchen verbalen Angriffen, aber mit Gewalt kränkt man ihn. Und im Endeffekt ist man am Ende dann nichts anderes als genau so eine Person. Und deswegen sollte man halt versuchen, wirklich mit Worten so eine Sache zu klären. Und ich sag mal, gerade in der heutigen Jugend ist es halt, Mobbing ist halt wirklich ein Gruppenthema, ne? Das fängt dann halt an, eine Person von einer Gruppe ausgegrenzt. Und da muss man auf jeden Fall schauen, dass man da definitiv versucht, sich irgendwie mit einzubringen oder so, in dem Sinne, dass man denjenigen, der gekränkt wird, versucht zu unterstützen. Das heißt, wenn man vielleicht jemanden hat, der auch gemobbt wird, ich habe das zum Beispiel oft schon gehört, dass viele gesagt haben, ja, ich würde gerne helfen, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, dass ich dann selber gemobbt werde, ja. Da sind wir aber wieder bei diesem Ding halt, ne, da fängt halt einfach das schon an, einfach zu sagen, das ist mir alles scheißegal, das interessiert mich nicht, was andere Leute von mir halten, aber jeder Mensch hat es verdient, irgendwo ein vernünftiges Leben zu führen und niemand muss wegen seinem Aussehen oder so, jetzt sag ich mal, gekränkt werden, ja, wenn jemand eine Behinderung hat, ey, dann ist das ja wohl Ehrensache, sich anzubieten, denen zu helfen zum Beispiel. Definitiv, also da war es bei mir damals zum Beispiel anders, da wurde ich so erzogen, wenn irgendjemand eine Behinderung hatte oder Hilfe brauchte, dann habe ich natürlich gerne unter die Arme gegriffen. Und ich denke mal, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass viele nicht helfen wollen, liegt wahrscheinlich auch daran, also ich würde eher sagen, das liegt ganz schön nah, dass diese ganzen Videos im Fernsehen gezeigt worden sind, wo jemand Zivilcourage beweisen wollte und er dann selber zum Opfer geworden ist oder sogar vielleicht dran verstorben ist. Und ich denke mal, das ist auch so ein Punkt, was die Leute zurückschreckt, anderen Menschen zu helfen. Ja. Das Problem ist halt immer diese Angst, selber zum Opfer zu werden. Genau. Und erst wenn man die überwunden hat und anderen hilft, dann ist man auch eine Hilfe. Solange man die ganze Zeit denkt, ja, ich würde gern helfen, dann bringt das nichts. Man muss sich wirklich vor so eine Person stellen, weil man muss das ja so sehen. Diese Person, die gemobbt wird, ist es gewohnt, dass niemand ihr beisteht. Und wenn dann plötzlich einer da ist und sagt so, Moment, hört auf, lasst den. Ich finde den in Ordnung. Warum macht ihr das? Stellt euch mal vor, ihr würdet so behandelt werden. Lasst den jetzt in Ruhe. Genau. Sieht derjenige, okay, es gibt jemanden, der mich unterstützt, ne? Und das hilft dann halt auch schon. Ja, ich denke mal auch, dass die gemobbte Person dann auch mehr Kraft schöpft, sage ich mal, wenn jemand an seiner Seite steht und ihn da unterstützt. Ja, definitiv. Also da sollte man auf jeden Fall gucken. Und das Thema Mobbing sollte auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Das hat halt einen echt enorm hohen Stellenwert. Und ich finde gerade so in so einem jungen Alter
mein Gott, ey, das, man hat das ganze Leben noch vor sich und das muss wegen sowas nicht zerstört werden. Genau, genau. Ja, Freunde, wie gesagt, wir können euch auf jeden Fall auch einen Rat auf dem Weg mitgeben, dass ihr Unterstützung zum Beispiel schultechnisch bei den Lehrern sucht, also Vertrauenslehrer, Klassenlehrer, beste Freunde oder Familie. Fresst es auf jeden Fall nicht in euch rein, weil das kann immer böse enden, oder geht auch nicht auf Gewalt. Also wehrt euch nicht mit Gewalt, das ist auch keine Lösung. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für Kevin, für den Gamers Time. Den werde ich euch ganz oben in der Videobeschreibung verlinken. Ich sage an meiner Stelle schon mal, ich bin raus und Kevin hat das letzte Wort. Ja, danke an alle, die zugeguckt haben. Viel Spaß weiterhin und lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss.